Ja, meine großen Tage hier waren auch schon. Also das, zwei meiner drei großen Chancen konnte ich nutzen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein tolles Gefühl. Und ja, im Slalom, wenn alles zusammenpasst, kann ich auch schnell sein. Natürlich ist die Vorbereitung mit nur zwei Trainingstagen alles andere als optimal, aber ja, ich werde das Beste draus machen. Da ich ja in der Disziplin sowieso nicht zum Favoritenkreis zähle, ist eigentlich das einzige Rennen, wo ich wirklich komplett ohne Druck und nur des Genießens halber runterfahren kann. Und jetzt versuche ich einfach mir morgen ein gutes Gefühl zu holen und dann am Dienstag locker drauf loszufahren. Ich werde auf alle Fälle eben mein Bestes geben beim Riesenslalom und ich habe mir da jetzt schon ein ganz gutes Gefühl holen können. Ja, ich lasse mich überraschen, ich habe jetzt keine großen Erwartungen oder so. Für mich zählt einfach das, dass ich technisch gut Skifahren möchte und fehlerfrei ins Ziel kommen möchte natürlich. Stockt man erst kurz der Atem, wenn man das liest. Autounfall von Neureuther, dann ja, das ist natürlich schon nicht so ohne. Natürlich, aber wie gesagt, wichtig ist, dass alle Beteiligten gut geht und das ist jetzt scheinbar der Fall. Und wie gesagt, dann wünsche ich ihm natürlich auch gute zwei Rennen. Ja, beim Mittagessen saßen wir, als es die anderen erzählt haben. Und wir sind natürlich auch erstmal geschockt gewesen. Das ist klar, wenn man von einem guten Freund eigentlich so eine Nachricht hört. Am Anfang wusste auch keiner genau, wie schlimm es ist. Er war dann erst noch bei der Untersuchung, aber es gab ja dann doch relativ schnell einigermaßen eine Entwarnung, dass er eben einen Tag später nachreisen wird und dass es Gott sei Dank alles einigermaßen glimpflich ausgegangen ist. Und da waren wir dann natürlich froh und beruhigt.